Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Transport Fever 2. Die dritte Folge ist es schon wieder auf unserer neuen Karte. Wie immer fahren wir zu Beginn irgendwo mit. Und ich sehe jetzt das erste Mal, wie hoch diese Hügel überhaupt im Hintergrund sind. Habe ich bewusst vorher gar nicht so wahrgenommen. Die kamen mir gar nicht so hoch vor. Jetzt geht es auch gleich unter unserer neuen Unterführung lang, die nach wie vor, so ganz toll noch nicht aussieht, aber ihr habt mir viele Tipps geschrieben, was ich in Zukunft besser machen kann. Zum Beispiel die Brücke erst bauen und danach den Rest werde ich auf jeden Fall versuchen zu machen. Ja, ansonsten, erstmal beginnen wir damit, dass ich habe es gerade schon kurz gesagt, dass ihr mir sehr viele Tipps geschrieben habt. Finde ich total super, dürft ihr gerne so weitermachen. Also ihr habt wahrscheinlich oder die meisten von euch gerade ein bisschen mehr Zeit noch als ich, um das Ganze zu spielen. Und warum kann ich denn hier alles nur im Block zerstören? Das ist ja war jetzt merkwürdig, warum das nur so ging. Also deswegen, ihr werdet wahrscheinlich schneller lernen als ich. Und so, da habt ihr gerade gesehen, dass das nicht richtig angesnappt hatte, das Gleis. Ja, eigentlich können wir das ja noch ein bisschen weiter so führen. Dann kurz vorher erst hier zusammenlaufen lassen. So, hier braucht es dann auch nochmal ein Signal, dass wir nur in den Bahnhof einfahren können, wenn gerade kein Zug da ist. So, also wie gesagt, wenn ihr Ideen, Vorschläge, was auch immer habt, schreibt es mir nach wie vor gerne in die Kommentare. Ich bin noch über jede Hilfe dankbar und ja, haut immer raus damit. So, das haben wir gebaut. Wir hatten auch, glaube ich, die Linie schon gebaut. Perfekt, das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch hier fehlt, ist ein Zug für diese Verbindung. Also wir haben hier einmal eine Lok auf jeden Fall und dann brauchen wir Personenwagen. Da sehe ich schon, wir haben auch nicht so ganz viel Auswahl. Beginnen wir doch mal mit zwei Waggons einfach. Das sind 28 Plätze. Können wir vermutlich schon. Oh, jetzt habe ich zwei gekauft, weil Autosave. Na gut, dann ist das eben so. die mögen bitte direkt auf dieser Linie fahren. Und ich habe wahrscheinlich noch nicht. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht die Signale gebaut. Machen wir das doch mal. Also hier muss eins her, damit der Zug erst einfahren kann. Oder zumindest bis hierhin fahren kann. Solange dort noch ein anderer Zug ist. Dann brauchen wir definitiv eins. Hier? Dann unterteilen wir das Ganze wieder in Blöcke. Einer ist hier. Jo, das können wir dann so lassen. Dann haben wir einen bis hier am Ende. Können wir hier noch einbauen? Ich überlege eben gerade noch, ob das Sinn macht, das Ganze hier auch noch mal zu unterteilen. Ich denke fast, dass es so schon passt.
ist mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Die Linien sind jetzt auch da. Ja, auf den richtigen Gleisen eingestellt, sehr gut. Ja, schön, schön. Die Züge können sich da also austoben. Jetzt haben wir hier noch einen Verbesserungsvorschlag. Der kam von Kerstin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ist, aber ich glaube schon. Du meintest die Highland Street hier liegen. Verlegen bedeutet, glaube ich, in diesem Fall, dass wir sie einmal hier neu bauen. Wir reißen die beiden ab. Dann haben wir hier jeweils die Linien. Pose Muckel. Uhrzeigersinn. Highland Street ist Geschichte. Aber dann müssen wir da jetzt neue Highland Street hinzufügen und dann passt das auch besser. Bei der Buspose Muckel müssten wir im Grunde Second Street, Spring Street, genau danach müssen wir jetzt die einfügen. Ja, perfekt. Und dann haben wir das schon mal sehr gut gelöst. Allerdings haben wir hier trotzdem durchaus eine ganze Menge Passagiere, die noch nicht mitgenommen werden können. Deswegen, wie viele kaufen wir denn? Zwei pro Linie dazu, ja, würde ich durchaus sagen. Einmal für Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. So, dann wollten wir uns noch mal einen Layer anschauen. Habt ihr mir empfohlen, und zwar da. Die Reiseziele, genau. So, grüner. Okay. Schaut das Ganze in Tweet aus. Jetzt glaube ich noch nicht so wirklich, also zumindest habe ich das, nehme ich das nicht so wahr, dass da irgendwas extrem stark angesprochen wird. So, wie lukrativ sind unsere Linien? Die Twistpose Muckel, und da kommen wir dann zu einer weiteren Frage, die glaube ich von Axador kam. Also diese Personenzuglinien sind zu Beginn, finde ich, nicht sehr lohnend. Kann daran liegen, dass die Züge sehr langsam sind, Ewigkeiten unterwegs sind und dann nur so ein paar Passagiere transportieren, aber ja, ich weiß nicht. Die rechnen sich bei mir auch nicht. Also ich kann deinen Eindruck teilen, dass das nicht so ganz effektiv ist. Vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht mit der, gut, da fahren jetzt 6 Züge, das ist vielleicht auch schwierig zu vergleichen. Aber trotzdem ist es, naja, weiß nicht so recht. Das hier habe ich ja dummerweise wieder auf pausiert stehen gehabt. Jetzt auch korrigiert. So, achso, was ich noch gar nicht gemacht habe, entschuldigt jetzt die etwas wildere Kamerafahrt. Ich fahre mal einfach so über die ganze Karte drüber her. Ich habe alle eure Wünsche bislang unterbringen können, ne?
schaut, ob ihr eure eigene Stadt schon irgendwo gesehen habt oder findet. Da ist also alles dabei. Salzgitter gab es ja noch den Wunsch in der Nähe von Stahl. Das haben wir hier auch hinbekommen. Und wir haben sogar, hier ist es, dann mit Denver, noch eine Stadt übrig. Also wer auch immer als erstes unter diesem Video, ich ignoriere jetzt, was unter den anderen Videos noch kommt, unter diesem Video seinen Städtewunsch schreibt, vorausgesetzt ihr habt noch keinen geäußert in der Vergangenheit oder ihr seid noch nicht dabei, dann benenne ich diese Stadt so um, wie ihr sie haben wollt. Also vorausgesetzt, nicht eigentlich an nichts vorausgesetzt, aber es sollte schon ein vernünftiger Vorschlag sein. Das wollte ich damit auch sagen. Gut, so. Diese Station hier ist... Oh. Sehr stark frequentiert. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Dass wir durchaus unsere Buslinien nochmal wieder erweitern können. Um Fahrzeuge. Ja, zwei Stück ist immer eigentlich immer schon eine Menge. Einmal gegen den Uhrzeigersinn und zwei weitere im Uhrzeigersinn. So, als nächstes werden wir jetzt den Treibstoff auf dieser Rückfahrt hier mitnehmen Richtung Twiest. Weil die Züge fahren hier eh vorbei. Das Einzige, was wir hier brauchen, ist einen kleinen Bahnhof. Ein Güterbahnhof, kein Kopfbahnhof. Den wir also quasi hier so einbinden müssten. Machen wir es vielleicht noch auf die andere auf die andere Seite. Hierher. Mensch, du sollst da nicht ansnappen, du blöder Bahnhof. Okay, dann müssen wir hier noch mehr zerlegen. Da an. Ich kenne jemanden, der kriegt gleich einen kleinen Ausraster, wenn das so weitergeht. So. Steigung zu groß. So, das war doch jetzt nicht so
schwierig. Und jetzt muss eben das. Da angebunden werden. Mein Gott, das war da jetzt. So schwierig eigentlich nicht. Jetzt haben wir unsere Rohöl-Treibstoff. Die benennen wir jetzt um. Treibstoff. Produktion. Biest. Hier können wir jetzt nämlich eine Haltestelle hinzufügen. Und zwar ist das hier. Das dürfte es schon fast gewesen sein, weil was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist hier Massenanbindung, die wir jetzt haben, und schon versorgen wir hier zumindest Teile von Twist. Wir können uns jetzt hier mal das entsprechende Overlay anschauen. Ich nehme mal die Pause schon raus für die Güter. Wir sehen nämlich jetzt hier, wo wir überall Treibstoff brauchen. Aber all diese Stellen erreichen wir eben nicht. Kann man jetzt hier nochmal schauen. Im Grunde nur bis hierher. Was dann wiederum bedeutet, wir brauchen hier eine LKW-Ladestation. Ich schaffe es einfach nicht, in eine vernünftige, gerade Straße hinzu. Ja, so. Ne, ich kann mir das, tut mir leid. Aber da schlägt jemand Alarm. Und ihr wisst alle, wer das ist. So ist es halbwegs gerade. Anschließen. Schön. So, das war der erste Teil und jetzt versuchen wir nochmal hier ein passendes LKW-Depot zu bauen und dann weiter dahin, um nicht so viel Platz zu verschenken. Und jetzt brauchen wir Abladestellen. Wenn wir eine hier hinpacken, reichen wir quasi die ganze Stadt. Ja, eine neue Linie. Dort und dort. Die nennen wir dann LKW Treibstoff Biest. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir brauchen, deswegen kaufe ich erstmal nur 2 und die teilen wir direkt zu. Die dürfen jetzt gleich auch hier starten. Mit ein bisschen Glück.
Kommt dann hier auch gleich der erste Treibstoff an. Haben wir hier schon was eingelagert? Oh ja, 3 Stück. Lass jetzt mal schneller laufen. Die müsste der hier nämlich jetzt gleich mitnehmen. Ja, macht er auch. Fahren wir mal mit. Dadurch werden die Linien hier natürlich noch mal besser bezahlt. Das heißt, ihr verdient noch mehr. So, der hält jetzt hoffentlich hier an und lädt den. Perfekt. Der lädt den Treibstoff ab. Der ist jetzt hier zur Abholung bereit. Warum es nur noch eine Unit ist, weiß ich nicht, aber. So. Fahren wir jetzt mal mit. Wir müssen auch ein bisschen realistischer abwickeln. So, da ist es jetzt und ja, es wird sicherlich automatisch verteilt. Wir haben eine Anforderung von 75. Ja gut, wir haben gerade mal 4. Das ist natürlich jetzt noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei, aber also alles, was wir hier jetzt produzieren, wird auf jeden Fall auch abtransportiert. Eigentlich müsste das jetzt, ich weiß nicht, warum der Transport auf 5% festhängt. Weil. Na gut, vielleicht ist das noch aus. Gut, das noch aus der Vergangenheit. Wir lassen das einfach mal ein Stück weit laufen. Hier dürfte das gleiche gelten. Da wird. Ah ne, wir haben noch. Wir liefern immer noch zu wenig an, okay. Steigt den nicht auf. Ich denke, das kriegen wir erst in den Griff mit besseren Loks, mit mehr Zugpower. Oh, guck mal hier. Da sind es jetzt schon 12. Mal eben schauen, ob die beiden dagegen ankommen oder ob wir schon. Weil da kommt schon der nächste Zug. Der ist auch wieder mit 16 schon beladen. Ne, das schaffen die beiden alleine nicht. Braucht es nochmal mindestens 2 dazu. Das war jetzt nur einer. Dann kaufen wir noch einen. Wahrscheinlich ist es immer noch zu knapp, aber kann auch jetzt so früh nicht alles komplett schon 100% gut hinkriegen. Vor allen Dingen haben wir viele, viele andere Baustellen, die ich auch angehen möchte. Ich will ja jetzt nicht nur hier diese Sache machen. Oh, guck mal hier, schon 22 Leute. Hier jetzt warten und hier sind es auch 26, also Posemuckel entwickelt sich, glaube ich, 285 Bewohner. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir haben hier jetzt Santa Clara Bauernhof und das Getreide von dort müssen wir hier zur
Lebensmittelfabrik bringen. Habe ich schon überlegt, wie wir das am geschicktesten machen. Ich würde ja sagen, ein Pferdefuhrwerk lohnt sich hier nicht. Das ist einfach viel zu weit, um das effizient hinzukriegen. Was wiederum dann bedeutet, wir müssten das Ganze mit einem Güterbahnhof machen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie groß der gute sein müsste. Könnte das Ganze, ich glaube, so hinbekommen, indem man den hier baut. Jetzt noch mal eben schauen. Wie wir das dann eben noch miteinander verbinden können, weil von hier würde ich ja ganz gerne die Lebensmittel dann nach Posemuckel wieder transportieren. Bietet sich ja an, da wir hier eh schon eine Erhöhung haben. Das Gleis hier erhöht zu bauen. Und jetzt habe ich leider etwas vergessen. Ich wollte mir nämlich vor dem Video anschauen, wie ich denn das Ganze etwas erhöht bauen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf die Schnelle hier finde. Dort nicht. Nein. Sind die ganzen Layer. Warnungen. Bauoption, Kameratools. Nee, ich werde es wahrscheinlich so auf die Schnelle finden, aber so grob gesagt wäre das ja hier so in diesem. Gefunden, sehr schön. Also wirklich schön ist das hier immer nicht, ne?
Oh Mensch, das ist. Ich glaube, vor dem nächsten Video übe ich erstmal ein bisschen Gleisbau. Eigentlich gut, nur der Winkel passt nicht. Der passt halt so besser und dann ist es aber wieder gottblöd. Wenn der Winkel jetzt halbwegs. Da kann ich mit leben, das lassen wir jetzt. So. So, und jetzt muss das. Also realistisch ist das nicht, ne? Hier einfach mal noch festhalten. Wir probieren es nochmal. Und was ich dann jetzt schon mal sehe, ist der Winkel vorhin war. Das war zu hoch. So könnte man es machen. Ja. Das wirkt auch von der Höhe wesentlich realistischer. Da müssen wir hin. Ach Mensch, schwierige Geburt heute. Wir machen es jetzt mal anders, ja. Versuchen wir es mal so direkt. Ist es am einfachsten. Okay, das war jetzt irre schwer. Den Schuppen bauen wir am besten von dieser Seite aus. Dort noch. Dort, wenn man das so sieht, ist es eigentlich gar nicht so weit, ne? Das ist
bei der Lebens Fabrik. Und hier braucht es dann auch einen Zug. Klar, eine Dampflok und Cargo-Waggons. Getreide. Das ist wahrscheinlich ein gedeckter Güterwagen. Ne, das ist Lebensmittel. Getreide, offener Güterwagen, okay. Vier Stück ist schon eine ganze Menge, glaube ich. So. Jetzt darf der losdüsen. Wie gut der das hinkriegt, müssen wir mal ausprobieren. Wir fahren jetzt hier auf jeden Fall mal mit die neue Strecke entlang, aber auf der hohen Geschwindigkeit, weil wir dürften doch gleich irgendwie schon mal so zum Ende kommen. Sonst wird es hier schwierig. Das können wir ausblenden. Am Berg entlang. Das ist ein bisschen steil, da müssen wir noch mal nachhelfen. Okay, ich bin gespannt, wie schnell wir das jetzt hinkriegen, wenn wir voll beladen sind. Wobei Steigung ist ja nur bis zum Ende der Brücke. Und trotzdem schon 23 km/h drauf, das geht schon, 24. Jetzt können wir Fahrt aufnehmen. Das passt schon. Schauen wir uns eben an, wie viel es für eine Ladung gibt. Aber wir haben 12, fast 13 Millionen schon. Unglaublich. Aber 1852 und es gab noch keine neuen Fahrzeuge, ne? So 150.000 Pi mal Daumen, das ist ja schon mal ein bisschen was. So, jetzt schauen wir uns um, was das hier macht. Also Rohöl nach wie vor bei weitem nicht alles abtransportiert. Die Ölraffinerie kriegt nicht genug Rohöl, deswegen sind wir da immer noch Level 1 oder Stufe 1. Hier das gleiche. Oh ne, da sind wir schon Stufe 2. Treibstoffraffinerie ist schon einmal hoch. So. Hier. Oh. Da geht was verloren, trotz dieser. Oder werden wir es einfach nicht los? Ne, wir sind 70%. Da können wir nochmal. Ich glaube ruhig. Weiter zu kaufen. Haben wir denn wirklich alles abgedeckt hier? Güter. Versorgung hoch. Hier hinten ist es eher nicht so gut, aber das müsste eigentlich. Oh ne, es reicht bis hier hinten nicht her. Dann müssen wir noch mal hier ran, und zwar eine weitere Ladestelle dazu, die wir mal hierher bauen. Dann packen wir zu dieser Linie noch die Haltestelle dazu. Weiß ich natürlich nicht, wenn die immer mit 4 beladen sind, ob die nicht alle hier abladen.
Ob wir dann nicht besser eine zweite Linie bauen, die hierher fährt. Ja, wenn die alle komplett da abladen, dann ist das eher witzlos. Hier wird es jetzt schon besser. Wir machen es wieder so. Ich gebe dem einfach jetzt noch mal wieder ein bisschen Zeit. Und wenn wir alles abtransportiert kriegen, das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Oh mein Gott. Und da sind es 52. Boah. Okay, die ist jetzt auch schon profitabel. Aber wir haben so viele Leute, die da völlig umsonst warten. Was denn? Fahrzeuge verwalten und dann packen wir da noch mal zwei Stück dazu. Oder wir hätten besser an alle noch mal ein, zwei Waggons mit anhängen sollen. Das hätte bestimmt auch geholfen. Der war, achso, der wartet jetzt auf den. Okay, ist ja auch gut. Das im Bereich blockiert und fährt der hier auch langsam los. Hose muckelt. Wir können ja sowieso mal eben kurz schauen. Ja, Städtestatistik, genau doch. Twies, 384 Einwohner. Nee, was ist das? Privatverkehr. Achso, ach, das ist die Größe. 409. Boah. Wow. 410. Ja gut, plus 120%, das ist natürlich schon durch die sehr gute Treibstoffversorgung. Aber wir kriegen hier, es wird eher mehr als weniger. Wir schauen uns noch ein letztes Mal an. Nee, die Versorgung hier oben ist nach wie vor schlecht. Dann ändern wir die Linie nochmal ab. Wir nehmen das. Raus. Machen eine neue Linie, die hier beginnt. Und nach dort geht. Und die nennen wir LKW Treibstoff Beast. Weil wir so wahnsinnig kreativ sind. Da kaufen wir noch mal 4 Fahrzeuge. Die fahren auf genau dieser Linie dann. Diese Staus hier bei der Verladung finde ich eher
Nicht so prickelnd. Ich würde gerne das jetzt erweitern und die auch dort laden lassen. Weil da steht immer was, hier ist fast nie was. Bedeutet denn jetzt, das muss ich mir mal anschauen, das größere Lager auch, dass wir mehrere gleichzeitig beladen können? Ne, die halten in der Mitte an. Das müsste jetzt hier zwangsläufig besser werden. In 70, okay, ja. Vielleicht kriegen wir alles in den Griff. So, wir sind jetzt auf jeden Fall, Gott, eine Dreiviertelstunde drüber sogar. Tut mir sehr leid für das lange Video, auch wenn ich weiß, dass ich mich dafür nicht entschuldigen muss, sondern dass eher alle froh sind über das lange Video, aber ja, das ist halt so, wie es ist. Okay, was wir da verarbeiten, ist noch nicht die Riesenmenge und hier kriegen wir auch riesig weit nicht alles abtransportiert. Aber ich denke, dafür brauchen wir modernere Fahrzeuge. Aber ist nicht schlimm, die kommen von alleine. Wir werden jetzt in dem nächsten Video, in den nächsten Videos eher den Fokus darauf legen, dass wir noch mehr Städte einbeziehen, dass wir so ein Konzept, glaube ich, auch entwickeln, wie wir welche Städte miteinander verbinden und. Also, ja. Ja, schauen wir mal. Können wir zum Ende noch irgendwo mal mitfahren? Das ist eins unserer Fahrzeuge. Ne, das ist William Smith. Wir können bei William Smith auch mal mitfahren. Machen wir das einfach mal. Ja, ansonsten ja, bleibt mir einfach nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin super froh, dass das Spiel so gut bei euch ankommt, das Let's Play, und freue mich dann auch weiterhin, wenn ihr dabei bleibt. Also macht's gut, bis bald, euer Krillo.